Hat mir unterstützt, dass meine deutsche Sprache ein bisschen verbessern und ich konnte damit viele Leute hier kennenzulernen. Ich habe mich früher immer alleine gefühlt, aber jetzt ich habe einen Platz. Ich komme hier hin, wenn ich alleine mich fühle. Viele Leute treffen, also in unserer Community etwas zusammenbauen oder etwas erfunden, was Neues. Mehr Meinung, also für das jeden Tag Leben. Also das hat bei mir geholfen, nicht einfach zu Hause bleiben, sondern mit Leuten treffen und was bauen oder was machen zusammen. Community ist immer besser. Thank you for the question. First of all, I want to thank people for giving me the opportunity to be a member of the garden. The video is open to the public, but our collaboration and the cooperation has really helped me to meet a lot of people from different cultural and religious backgrounds. And then it has helped me to learn a lot of plants and vegetables from different parts of the world. Then it also helped to make me have more communication with German friends, which has helped to improve my level of German or the Dutch language, which is very helpful to me for my integration. So then also help in eating healthy, actually, because we grow the plants that we eat ourselves here. So I'm really pleased with that. Thank you. Am meisten unterstützt es mich, dass ich im Garten Erholung finde, dass die Natur mich begeistert, dass die Menschen mich begeistern, dass die Arbeit mich manchmal begeistert und daraus schöpfe ich die Kraft für den Alltag. Ich bin im Garten gelernt, aber in einem Team arbeiten und Gartenarbeit auch habe ich das gelernt. Ich habe niemals das gearbeitet, so im Garten. Ich habe hier ein bisschen gelernt und Kuchen auch. Uff, ich habe so vieles gelernt. Vor allem so mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten und auch so sich darüber zu freuen, was man geschafft hat, wie schön das sein kann. Auch wenn manchmal so ja, die Umsetzung schwierig ist oder man viel Arbeit reinstecken muss, aber letztendlich, was man das Ziel erreicht und was man zusammen geschafft hat, das ist immer das Schönste. Ja. Also im Garten auch kann man so viel lernen, beispielsweise die Pflanzen im Garten, verschiedene Blumen und verschiedene Pflanzen. Was kann dir helfen, auch wenn du bist krank? Umweltbewusstere Materialien bei mir zu Hause einzusetzen und nicht immer das preiswerteste und schlechteste zu kaufen. So, noch gelernt habe, ist auch immer der, ich kann meine englische Sprache ein wenig verbessern. Okay, actually, I began learning gardening when I was still in the primary school, which is the Schule here in Germany. And I was just doing gardening because I love gardening. But here, with cooperation with friends, I'm able to time plants because the seasons are very short. We're able to time the plants when the from nursery timing to transplanting to harvesting. So the timing has really been of great importance to me. Then learning also, as I earlier said, plants from different parts of the world which I've never seen before. So
Yeah, certainly it added a lot into my knowledge of gardening. So I really enjoy it. Ich wünsche, dass immer der Garten so bleibt aktiv und noch Leute so hier kommen und uns unterstützen, damit wir zusammen diesen Garten noch mehr bauen und besser machen. Ich wünsche das. Was ich mir für das Gartenprojekt wünsche, ist, dass die Leute, die sich hier zusammen gefunden haben, dass sie sich weiter außerhalb des Projektes engagieren können, dass sie die Möglichkeiten und die auch die Kraft finden, hier sich weiter zu engagieren und auf die viele Möglichkeiten, die dieser Garten hat, auch weiter zu entdecken und auszubreiten. Ich wünsche, dass wir haben mehr Leute, also nicht nur, beispielsweise ich bin aus Kenia und ich wünsche, dass wir bekommen mehr Leute von verschiedenen Ländern. Also das macht die Meinung besser, weil jeder sammelt seine Meinung und bringt im Garten und da kann man verschiedene Meinungen also kennenlernen und lernen auch dazu. Also ich glaube, das ist ganz gut. Das wäre besser, also eine richtige Community zu bauen. Das gefällt mir. Das gefällt mir am meisten. Ich wünsche mir dort immer, dass die Menschen immer mit einem Lächeln hineingehen und mit einem Lächeln wieder hinauskommen. Dass die Freude an der Gartenarbeit überwiegt, dass die Teamarbeit immer toll ist und dass man einfach Spaß und Freude daran hat und sieht, wie sich der Garten dadurch weiterentwickelt. Ich freue mich auch immer, dass noch nicht alles so gerade und korrekt ist, sondern dass dort auch immer Ecken für die Natur dass sich die Natur dort weiterentwickeln kann. Schön, dass ein schöner Leben ist, dass viele Leute hier kommen aus verschiedenen Ländern und man fühlt hier wie zu Hause. Man braucht nicht so gut Deutsch sprechen und so, weil es gibt viele Leute. Und man kann in verschiedener Sprache auch sprechen hier. Also hier ist perfekt für die neuen Leute. Besonders. Ja. Also ich glaube, ich habe da konkret kein Erlebnis, oder kann ich über kein Erlebnis reden, sondern einfach so zum Beispiel, als wir ja große Feste gemacht haben, zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind und jeder seinen Beitrag da geleistet hat, auf seine eigene Art und Weise und trotzdem alles so gut funktioniert hat und was Schönes daraus geworden ist, wenn alle zusammenkommen und als Team dann was arbeiten oder nicht arbeiten, einfach da sind und ja, das ist Zusammenkommen, Zusammenhalt. Ja. Das Projekt freut mich sehr, weil das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft. Ja. Okay, first is the knowledge I got. I'm still learning because I'm learning every day. And the people I met here with a lot of hospitality. Then also came to learn some meals from other countries around the world, like the Arabic dishes, and then some from South America, which has also incorporated into my menu of food. So you see how big and fat I am because I eat nice food. So I'm happy that I'm part of the garden. And I also invite more people to join us because it's a place where you meet people with free minds, free way of thinking,
And he helps mostly foreigners again for integration and then language upgrading. Oh, die schönsten Erlebnisse sind eigentlich immer die, wenn was geschafft wurde, wo man eigentlich vorher gar nicht gedacht hat, das dauert lange und oh, das kriegt man nicht hin. Und dann kommen 3-4 Mann und ruckzuck, ist das dann erledigt. Das ist immer das, wo ich sage, Mensch, alleine wärst du hier langsam verzweifelt.